Handchirurgische Sprechstunde am Elbland-Klinikum Meißen. Der nächste Patient, der sich bei Dr. Jörg Behne, dem leitenden Oberarzt der Abteilung Handchirurgie, vorstellt, kommt nach einem Unfall. Er hat Schmerzen in der linken Hand. Mit Röntgen und CT wurde in der Notfallambulanz des Elbland-Klinikums Radebeul ein Kahnbeinbruch diagnostiziert. Wie ist denn der Unfall passiert? Also ich bin zu Hause auf der Treppe gestürzt und bin dabei auf die linke Hand gefallen und habe mich damit halt abgefangen und bin da umgeknickt. Nach hinten oder nach oben? Hinten umgeknickt. Nein, ja. Und war jetzt am Samstag in der Notaufnahme gewesen. Am Montag musste ich halt dann nochmal zum CT. Hier steht geschrieben, das wäre ein Kahnbeinbruch. Das ist das Kahnbein. Okay. Das ist ein groben Heil, aber wenn man hier da durchfährt, sieht man hier eine Linie. Ja, ich sehe eine Bruchlinie. Ja, eine Bruchlinie. Und zwar geht das mitten durch das ganze Kahnbein. Das Kahnbein ist nicht verschoben, das ist erstmal positiv. Aber dadurch, dass das kaputt ist, muss man was machen. Okay. Früher hat man das in Gips ruhig gestellt, das wollen wir nicht, weil das zu lange dauert. Wie lange würde das jetzt dauern, wenn wir das mit einem Gips machen würden? Also wenn wir nur im Gips ruhig stellen würden, müsste man so lange warten, bis dieser Bruch ausgeheilt ist. Und da dieser Knochen sehr schlecht heilt, brauchen wir etwa 12 Wochen. Und wenn das so wäre, dann würde man den wieder abmachen, den Gips. Und wenn das nicht so ist, müsste man vielleicht noch 2 Wochen dranhängen. Okay. Die Alternativen dazu sind, dass man das operiert. Na, dadurch, dass dieser Bruch nicht verschoben ist, wir sehen das ja hier, kann man durch eine Schraube, die man hier einbringt, den Bruch unter Kompression bringen, also zusammendrücken. Und wenn man den Bruch zusammendrückt, verbessert das die Heilungschance. Okay. Wenn Sie das im Gips nur ruhig stellen, können Sie sich ja vorstellen, dann liegen die Knochenteile, wie sie liegen. Die sind nicht zusammengebracht und nichts. Und man darf im Nichts bewegen und dann hofft man, dass es zusammenwächst. Das hat man früher so gemacht und manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Durch die modernen Osteosyntheseverfahren würde man also diese Schraube einbringen in die Längsachse von dem Knochen hier. Und man hätte also dann hier das eine Gewinde und da das andere Gewinde. Und durch die unterschiedliche Steigung, wenn man das dann einbringt, drückt es das zusammen. Das könnten wir diese Woche Donnerstag machen. Da wäre noch ein Platz frei. Das wäre schön, wenn das so schnell klappen würde. Nur gegen 9.30 Uhr? Ja. Okay. Also wenn wir die Operation am Donnerstag durchführen wollen, dann haben Sie noch ein paar Wege zu erledigen. Der erste Weg ist zum Hausarzt. Da geht es um die Voruntersuchung. Der zweite Weg ist zum Narkosearzt. Da gebe ich Ihnen schon die Zettel mit. Das füllen Sie zu Hause alles aus. Da geht es darum, ob Sie schon mal Narkosen hatten, was Sie an Vorerkrankungen haben und so weiter. Und dann besprechen Sie bei dem Narkosearzt die Art und Weise der Narkose. Und der dritte Weg ist dann zu uns zur Operation. Und dann würde ich am Donnerstag die OP machen. Okay. Es ist Donnerstag. Tim Hensel wird auf die ambulante Operation vorbereitet. Er hat sich für die Regionalanästhesie entschieden. Operiert wird schmerzfrei bei vollem Bewusstsein. Etwas unruhig ist er trotzdem. Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht aufgeregt wäre. Ja, das ist ja kein Problem. Die Regionalanästhesie wird wegen ihrer Vorteile in der Handchirurgie häufig angewendet. Dann kann sich der Patient nach der Operation sofort mobilisieren, kann essen, kann trinken, hat keine Schmerzen. Und deswegen ist das vor allem, wenn zum Beispiel bei Notfällen, Handnotfällen, wenn der Patient nicht nüchtern ist, wo die Vollnarkose viel gefährlicher ist, da können wir Regionalanästhesie machen und dadurch ersparen wir die Nebenwirkungen, die zur Vollnarkose gehören. 4 Nervenstränge müssen durch eine Injektion in die Achselhülle betäubt werden. Diese genau zu treffen, hilft ein Ultraschallgerät. Ich kann ganz genau sehen, wo die Nerven liegen. Und deswegen kann ich ganz schnell und eigentlich elegant 4 Nerven betäuben, die ganze Hand versorgen. Und dadurch, Sie haben das, ich denke, gesehen, von ein paar Minuten war die Hand schon betäubt gewesen. Der Patient hat gar keine Schmerzen gehabt, war friedlich gewesen, also ging das sehr schnell. Innerhalb weniger Minuten sind alle 4 Nervenstränge betäubt. Die werden schon aufgespritzt mit einem Lokalanästhetikum. Und dadurch sehen Sie, dass der Arm fast ein paar Minuten später schon langsam so betäubt war. Dass der Patient sich an die Nase nicht anfassen konnte, also das lag schon so neben ihm im Bett.
Bevor es in den OP-Saal geht, wird die Wirksamkeit der Anästhesie nochmals überprüft. Er merkt den Druck und die Berührung, aber soll keine Schmerzen empfinden. Bei der bevorstehenden Kahnbein-OP wird zwar die Haut nur minimal geöffnet, dennoch ist eine gründliche Desinfektion wichtig. Also bei dem Kahnbeinbruch geht es darum, dass man den Bruch dieses Handwurzelknochens durch eine Operation stabilisiert. Früher war es so, man konnte das nicht, man hatte die entsprechenden Implantate nicht und man musste den Gips an die Hand anlegen und den Bruch einfach so halten, wie er ist. Und wenn man den nicht bewegt, wächst er vielleicht zusammen, vielleicht auch nicht. Und in der heutigen Zeit werden ja für alle Brüche am Skelett Implantate entwickelt, Platten, Schrauben, alles Mögliche, damit man die Brüche stabilisiert und nach Möglichkeit kurzfristig schon bewegt. Beim Kahnbein ist es so, dass da Herr Herbert die sogenannte Herbert-Schraube erfunden hat, diese Doppelgewindeschraube, die wir auch heute in modifizierter Form einsetzen. Damals war die Herbert-Schraube nicht kanuliert, das heißt, sie hatte kein Loch in der Mitte und man musste sie offen einbringen. Und das ist das, was ich dem Patienten erklärt hatte. Wenn man die Schraube offen einbringen will, dann muss man natürlich alles aufschneiden, man muss bis in das Handgelenk vordringen und man muss die Bandstrukturen durchtrennen, damit man das Kahnbein sieht. Dann kann man unter Sicht die Schraube einbringen, also man bohrt unter Sicht und bringt dann über diese Bohrung die Schraube ein. Heute ist es eben so, dass man das durch die kanulierten Schrauben nicht mehr machen müssen. Wir können das also gedeckt machen, also wir sagen perkutan, durch die Haut hindurch bringt man die Schraube über einen vorher eingebrachten Draht ein. Diesen Draht richtig zu platzieren, ist die Kunst. Man muss in beiden Ebenen, also man kann sagen in allen Ebenen prüfen, und dafür ist ein Röntgenbildverstärker notwendig, ob der Draht tatsächlich in der Mitte des Kahnbeins liegt. Immer wieder kontrolliert Oberarzt Behne auf dem Röntgenmonitor die exakte Lage des Drahtes. Dann bestimmt er die notwendige Länge des Implantates und bohrt etwas vor. Der jugendliche Knochen ist sehr fest. Und wenn wir diese Schraube einbringen, die an sich sogar dafür gedacht sind, dass man ohne sie aufzubohren, dass sie selbst schneidend in den Knochen reingehen, dann haben wir immer wieder erlebt, bei den jungen Leuten geht das gar nicht. Man kriegt das in den festen Knochen nicht einfach so reingedreht. Und man muss doch ein bisschen vorbohren. Und ich habe das auch vorgebohrt, aber nicht bis zum letzten Punkt, nicht bis ganz am Ende. Weil ich ja auch eine Kompression möchte. Ich will ja auch, dass diese Schraube richtig fest sitzt. Und da merkt man beim Schrauben, beim Einbringen der Schraube schon, ob die Operation so gut gelungen ist, dass man wirklich dem Patienten das freigeben kann. Manchmal hat man ja auch ältere Patienten, die stürzen ja auch. Ne? Und wenn man dort diese Schraube einbringt, dann ist es manchmal so, dass die Schraube sehr leicht reingeht. Und da muss man vielleicht auch die Gipsrückstellung etwas länger machen als bei so einem jungen Mann, wo man dann sagt, das steht zwar alles gut, aber der Knochen ist eben schon weicher und diese Schraube könnte sich vielleicht auslockern und man macht dann so einen Kompromiss und dann hat man eben 4 bis 6 Wochen im Gips. Aber bei den jungen Leuten, wo diese Schraube so schön fest reingeht wie bei ihm, da braucht man eigentlich gar keinen Gips. Ja, also wir behandeln die Handpatienten sozusagen nicht bloß im OP-Saal und wir sehen die mal kurz, sondern wir bemühen uns also auch dafür zu sorgen, dass am Ende alles gut wird und dazu gehört auch die Nachbehandlung. Wir bestellen ihn also für morgen in die Sprechstunde. Er hat schon einen Termin, den hat er bestimmt schon dabei und wird sich morgen in der Sprechstunde zeigen. Wir werden schauen, ob alles in Ordnung ist. Wir werden den Verband erneuern, wir werden die Gipsschiene wieder anlegen und dann kriegt er Folgetermine, bis wir sagen können, es ist jetzt alles so weit geregelt und alles so weit in Ordnung, dass eben er nicht mehr zu uns erscheinen muss, sondern dass er dann über seinen Hausarzt betreut werden kann. Seit die Handchirurgie als eigenständiger Bereich innerhalb des Elbland-Klinikums Meißen etabliert ist, wurden hier mehr als 10.000 Hand-OPs durchgeführt. Oberarzt Behne sieht die ambulante Operation und Nachbehandlung als Gesamtheit. Und so ist Tim Hensel auch nach 4 Wochen nochmal in der Sprechstunde. Na, hallo. Hallo. Wie geht's? Geht schon ganz gut. Was ist die Stelle? Das ist jetzt, ja, letzte Woche war ich zum Fädenziehen gewesen. Genau. Und jetzt fühlt es sich eigentlich schon ganz gut an. Ich kann die Hand schon relativ gut bewegen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich aufstützen wollte, so, das geht noch nie, da zieht es noch ganz schön sehr. Das sollen Sie auch nicht tun. Sie sollen sich nicht aufstützen, weil dann der meiste Druck auf das gebrochene Kahnbein kommt. Das ist dasselbe, wie wenn Sie sich übermäßig
das Handgelenk nach innen beugen. Ne? Also diese Belastung soll noch nicht passieren. Es ist freigegeben für jegliches Bewegen. Wie weit können Sie es denn bewegen? Also ich kann schon das... Zeig mal im Seitenvergleich. Kann das schon relativ gleich... bewegen. So soll das eigentlich sein. Ja. Das heißt, wir brauchen keine Physiotherapie. Sie bewegen Ihre Hand ganz normal. Sie setzen die Hand ganz normal ein. Nur keine Last. Okay. Ja? Also beim aus der Badewanne aufstehen, hochdrücken, solche Dinge machen wir alles nicht. Alles klar. Von Liegestütz reden wir gar nicht. Ne? Okay. Gut. Und das brauchen wir 12 Wochen, bis das ausgeheilt ist. Okay, aber dann ist auch die Sicherheit langsam wieder da. Und dann können Sie die Hand wieder ganz normal einsetzen, aber bis dahin hält nur die Schraube den Knochen zusammen. Und wenn Sie Last drauf geben, wirkt das also auf die Knochenheilung. Und das ist schlecht. Dann sehen wir uns zur Röntgenkontrolle in 6 Wochen. Okay, Dankeschön erstmal. Tschüss. Auch wenn noch nicht alle schweren Arbeiten möglich sind, arbeitet Tim Hensel inzwischen wieder. Die Titanschraube kann im Kahnbein drin bleiben. 2 Monate später ist die linke Hand wieder völlig normal belastbar. Übrigens lag die Handchirurgie am Elblandklinikum Meißen im Rahmen einer Umfrage der Sächsischen Zeitung vom November 2015 über Operationen am Karpaltunnelsyndrom in Sachsen auf Platz 2 bei der Anzahl der Karpaltunneloperationen und erzielte dabei den höchsten Wert in der Patientenzufriedenheit.